Das kam überraschend. Ja, moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Song of Horror hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer viel Spaß beim Zuschauen. So, wir machen natürlich genau da, da weiter, wo wir aufgehört haben. Aber zuerst einmal nochmal, Entschuldigung, dass das im Moment ein bisschen unregelmäßiger ist hier mit Song of Horror. Ich habe im Moment echt derbe viel privat zu tun. Auch im Garten und sowas. Bei der Hitze im Sommer, da explodiert alles draußen. Da muss man ständig bei und so. Da komme ich nicht ganz so viel dazu. Außerdem ist auch Sommerloch. Viele Leute gucken im Moment, sitzen im Moment lieber am Strand als YouTube zu gucken. Deswegen werde ich sowieso jetzt ein klein bisschen kürzer treten mit den Uploads und lieber Projekte für den Winter vorarbeiten. Auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal freuen. Ich habe Last Day of Lazarus gerade gekauft. Das wird jetzt mit als nächstes kommen. Und auch Witching Hour. Sind so die Neuheiten, die größeren Neuheiten, die noch auf dem Programm stehen. Hilfreich, wenn man sofern, wenn man Informationen braucht, sofern sie funktionieren. Die sind alle durchgestrichen, okay. Ich bin auch schon sehr gespannt, vor allen Dingen, muss ich sagen, auf Last Days of Lazarus. Witching Hour sah von der Demo her ja so ein bisschen strange aus. Also ich mag ja so Ortschaften erkunden und so. Die Skulptur ist beeindruckend. Alles an dieser Universität hatte so gewirkt, als ich das erste Mal hierher kam. Ich dachte, ich würde Antworten auf viele Fragen finden. Ja, so ist es leider nicht. Da kann dir auch eine Uni nicht helfen. Die muss man schon selber finden. Niemand präsentiert sie einem einfach so. Informationen zur Bibliotheksordnung, bla bla bla. Es ist wieder jede Menge Dünsch hier. Ja, und was seid ihr gespannter? Last Days of Lazarus oder Witching Hour? Und natürlich möchte ich auch noch The Carry spielen. Das sieht nämlich echt gut aus. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass das im Moment gar keinen Sinn macht, weil es gerade jeder YouTuber gefühlt hochgeladen hat. Und wenn ich es jetzt noch mache, wird's wieder, das werden sich drei, vier Leute angucken. Meine treuesten Zuschauer, alle fühlen sich angesprochen, die sind, werden sich's natürlich angucken. Aber selbst die lassen es dann teilweise nur noch durchlaufen, weil sie einfach schon dreimal gesehen haben. Wow! Das kam überraschend. Mitten während ich euch hier was erkläre. Ja, darf man hier nicht machen. Darf Shit. man hier Where did echt that nicht thing come machen. from? Mit links kann ich auch nicht so gut. Meistens greife ich nämlich dann mit der rechten Hand auf die Tastatur, weil ich mit rechts einfach kriege ich die Bewegung besser hin. Ich bin halt Rechtshänder. Soll ich machen? Natürlich, ich kann alles besser mit rechts. Nicht, dass sie auf falsche Gedanken kommt oder so. Ja, ich weiß ja nicht. Ich fühle mich jetzt überhaupt nicht sicher. Ich bin auch gerade am Überlegen. Hier kann man nicht zwischendurch gehen. Das sind so teilweise so Spielentscheidungen wieder, die ich nicht verstehe. Wird stärker, ich muss vorsichtig sein. Okay, ich kann da anscheinend nicht durch. Kann ich hier die Leiter hoch? Weil ich muss jetzt nicht gleich am Anfang wieder den ersten verlieren. Dann bleibt nur noch Daniel. Wir sind hier am Ende des dritten Kapitels. Ich habe schon einen verloren. Es ist nur noch sie und Daniel da. Sobald Daniel tot ist, ist Game Over. Ja, ich kann dann einfach das dritte Kapitel nochmal spielen. Ich muss nicht das komplett, natürlich nicht das komplette Spiel nochmal neu spielen. Ich glaube, wir müssen da unten nämlich jetzt irgendwie Licht reinkriegen oder so. Was sind denn das hier alles für Sachen? Der Gründer der Universität. Es stehen überall Büsten von ihm. Der derbe narzisstisch. Das reicht doch, wenn irgendwo in der Eingangshalle ein Porträt hängt oder so, oder jemand halt eine Büste steht oder eine Statue und dann ist da eine Infotafel drunter. An jeder Ecke finde ich derbe viel zu dekadent. Also ich weiß nicht, selbst wenn ich jetzt irgendwie so ein
so eine Uni, wenn ich so eine Uni gründen würde, hätte ich da selber keinen Bock drauf, dass von mir an jeder Ecke eine Büste steht. Das würde mir selber auf den Keks gehen. Jemand hat die Falltür von der anderen Seite verriegelt. Ich kann es von hier aus nicht bewegen. Okay. Ja, da ist mal wieder so ein weißer Punkt, den ich durch das Regal durchsehe. Von dieser Seite komme ich da gar nicht hin. Das Spiel macht es einen auch manchmal unnötig kompliziert. So. In der Aton. Üblicherweise als Sonnenscheibe dargestellt. Ach, das fängt mitten im Satz an. In der Aton üblicherweise als Sonnenscheibe dargestellt wurde, von einer Reihe von Armen strahlenförmig auslaufen und in Händen endend. Jetzt kenne ich hier als Dunkelheit und nicht als Sonne. Ist das der Gegenspieler von Aton, mit dem ich es hier zu tun habe? Jede der Hände hielt einen Ankh, ein Symbol des Lebens, und sammelte Opfergaben, obwohl keine anthropomorphen Bilder, wie sie sonst in ägyptischen Mythologien üblich sind, erhalten geblieben sind, sind einige dieser Sonnenscheibendarstellungen erhalten geblieben. Als Teil seiner religiösen Revolution hat Echnaton nicht nur all diese menschenähnlichen Darstellungen abgeschafft, sondern nach Ansicht vieler Ägyptologen auch die ersten monolithischen Religionen geschaffen. Sorry, monotheistische Religion geschaffen. Er nannte den Pharao als den einzigen Vertreter Gottes auf Erden und löste damit das Priestertum auf und brachte es in Verruf. Obwohl all diese Veränderungen als Folge der turbulenten politischen Situation dieser Zeit erklärt werden konnten, gibt es immer noch Wissenslücken, die die Wissenschaftler nicht übersehen haben. Zum Beispiel weiß niemand, warum Echnaton plötzlich beschlossen hat, die Art und Weise, wie die Tempel bis dahin gebaut waren, geschlossen, dunkel, wo das Verborgene des Göttlichen im Vordergrund stand, in weitläufigen Tempeln unter freiem Himmel zu verwandeln, in denen gute Beleuchtung das Wichtigste war. Es gibt auch seltsame Darstellungen, bei denen Athorn durch eine dunkle anthropomorphe Gestalt ersetzt wird oder diese sogar entgegensteht, von der ebenfalls eine Reihe von Armen strahlenförmig ausläuft, die aber keinen Ankh halten. Okay, alles klar. Dann gibt es hier doch tatsächlich so einen Gegenspieler zu dem und mit dem habe ich es hier auch zu tun. Geht hier also in Richtung ägyptische Mythologie, okay? Das ist ein bisschen merkwürdig natürlich, damit hätte man jetzt vielleicht erstmal nicht gerechnet, weil das ja hier alles eher so den englischen Look hat. Ja, nun aber, irgendwas muss ich jetzt hier machen können. Omar macht sich darüber lustig, dass ich nicht wusste, dass dieses Bild von Ivan den Schrecklichen war. Mann, es ist mir echt egal. Ja, mir auch. Wenn es ihr so egal ist, warum labert sie denn so viel darüber? Wollen Sie dich schön gucken? Böse scheint ja hier an jeder Ecke zu lauern. Erstmal will ich da jetzt die Falltür runterlassen. Und wer ist er hier? David Copperfield oder so. Ah ne, der sah anders aus. Schon zu lange. Alter, meine Fresse, ey. Der interessiert sie mal wirklich nicht. Okay. Jeder Mensch könnte darüber klettern. Eigentlich sind mir solche grundlegenden Sachen in Spielen wichtiger als irgendwie eine riesige Open World oder sowas, dass ich innerhalb der vorgegebenen Grenzen realistische Möglichkeiten der Fortbewegung habe. Das heißt, jeder Mensch kann irgendwie ein bisschen klettern, kann sich ducken, kann springen.
Das ist mir eigentlich schon echt wichtig. Genauso wie Körperdarstellung und Spiegelbilder. Das ist mir alles wichtiger als fette Open Worlds. Ich jetzt hier die Lampen anschalten? Nein. Irgendwo zwischen den Gängen ist eben halt diese Schattenwesen. Die eine Sekunde, die ich gebraucht habe, um von meiner Maus zur Tastatur zu kommen, hat mich in dieser Situation, glaube ich, Grace gekostet. Daniel, Leute, ist der Last Man Standing. Das ist ja richtig mies da. Ich hatte keine Chance, das zu sehen. Ich habe nichts gehört. Ich habe nichts gesehen. Ich muss mich da unten umgucken. War ich blind? Wusstet ihr, dass es da war? War ich der Blinde? Im Licht ist es ja nicht. Es ist auch immer in der Dunkelheit. Ihr hört ja auch die Kameras. Es gibt hier eine Möglichkeit, zu diesem Computer zu gelangen, womit man mit den Kameras gucken kann, wo im Gang sich das befindet, glaube ich. Irgendwie so war das. Weil da hinten, es ist ja auch kein riesengroßer Bereich. Man sieht das ja. Man kann da locker hinten reingucken. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier nicht irgendwie so ein Lichtpfad gibt oder so. Da links bin ich gestorben, gehe ich hier einfach mal rechts rum. Und dann gehe ich einfach mal hier hoch. Ah, jetzt sind wir bei dieser Luke. Okay. Ah, okay, und jetzt kommen wir hier hinter weiter. Sehr schön, Leute. So wollte ich das haben. Aber was haben wir denn jetzt hiervon? Stehen wir hier dumm rum? Echt, hier gibt es gar nichts? Das kann jetzt auch nicht sein, ey. Das kann auch nicht sein. Wofür ist denn das gut? Ich schneid's nicht, wofür ist es gut? Okay, eigentlich wollte ich da wieder runtergehen. Ja, das hättest du vielleicht mal vorher überlegen sollen. Naja, jetzt sind wir wieder hier. Mega, nice, geil. Wozu? Hier ist doch hell! You thought it'd be so easy, didn't you? Ich darf mir schon gar keinen Fehltritt mehr erlauben. So, Leute, ich war mal wieder der Blöde hier. Hier gibt's diese Monitore. Und die machen die nämlich auch sichtbar. Ich sagte ja, irgendwo steht so ein Ding rum. Ich wusste das noch, aber ich wusste nicht mehr, dass es genau am Anfang steht, wo man reinkommt. Und jetzt können wir uns hier den sicheren Pfad durch die Bibliothek suchen. Sind aber nicht nur viele Arme.
Das sieht ja gar nicht gut aus hier. Nein, aber jetzt wissen wir auch, warum wir da zu dieser Kamera können. Ja. Du. Ja, das macht ja keinen Sinn. Wir müssen schon den ganzen Weg irgendwie sehen. Wir machen jetzt natürlich erstmal die Kamera heil. Ja. Die Kamera ist ausgeschaltet. Ich denke, dass ich sie einschalten kann. Ja. Dann mach doch einfach. Nicht denken, handeln. Er ist doch nicht so ein Akademiker hier. Right, let's see if this works. Time to get back to the monitors. Wunderbar. Wunderbärchen! Ich habe mir hier echt alles angeguckt, außer diese blöden Monitore. Dass der Tisch wohl hin muss? Mann, 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 was ist hier bloß los, Leute? Ich habe echt Respekt vor der Nummer. Ich will nicht das ganze Kapitel nochmal spielen. Ich glaube, wir müssen hier rum. Ich meine, es ist wirklich, es ist eigentlich nur ein kurzes Stück hier. Wir konnten die Fläche ja im Großen und Ganzen überblicken. Ich glaube, das war... Ja, hier war wieder der Tisch, wo ich erst dachte, dass ich da vielleicht hin müsste. Ich glaube, hier durch. Ja, und vor allen Dingen die dunkelsten Stellen meiden. Und ich hasse es, dass ich jetzt die Kamera nicht drehen kann. Mich hier nicht gerade her. Nein, es sieht hier einfach alles gleich aus, Leute. There it is. I'm almost there. Unheimliche Ereignisse. Ein alter Band, der die Geschichte der Ermittlung von Legrand und seinen Gefährten erzählt. Er liest mal den Schinken. Unheimliche Ereignisse. Edgar O'Dell und William Laske? Les G? Keine Ahnung. Mehr gibt's hier nicht. Gibt ja richtig viel zu lesen hier in dem Schinken. Ja, egal. Zack. This could be useful. Ach was. Deswegen haben wir es auch aufgesammelt. Mist. Oh, fuck, shit. Es Mist. Ey, da hinten waren eigentlich eben noch die ganzen Armkreaturen und so, wo er jetzt hingerannt ist. Es geht jetzt. There was another book about Argos Legrand. Er wurde freigeschaltet. A compilation of research trips written by two of his associates in the early 1900s. Sinister Nature was a kind of narration of Legrand's frustrated trips in search of paranormal phenomena, with one of the last pages marked by Husha, the cursed consort Saint Cecilia's Abbey. Saint Cecilia, the patron saint of music. I'm not sure what Husha wanted when he set out in Legrand's footsteps, or how long he planned on doing it. But it was a start. The best place to start looking. Before it gets too late. Okay, das war jetzt tatsächlich das Kapitel schon? Ich dachte, es wäre jetzt noch ein bisschen mehr dort zu tun. Sebastian P. Husha. Ja, laut meinen Recherchen gehört das definitiv noch mit zu Kapitel 3. Also spielen wir es jetzt noch. Isaac, my dear friend, you don't know what you've done with that cursed music box. By the time you tried to warn me, we had all heard the music. Now I find myself trapped in a tragic race against time. I had a hunch. I thought that perhaps by returning the box to you, damn it, I've been such a fool.
I lied, Isaac. I'm sorry. I just need you to hold on while I find a way to make things right. I left the house without telling Catherine. How could I possibly explain something like this? I thought she'd never believe me, and I was wrong. But now it's too late. I only hope you're all safe and that you will find a way to forgive me. Ja, alle sind sicher. Viele Leute gestorben. I must put an end to this once and for all. For my family, for you, and for my own sake. Argos LeGrant. Everything revolves around that name. He was the person who had the box crafted and picked out the melody. I know he died in 1913. Newspapers of the day reported a violent burglary in his home. Everyone died, save for Ariadne, who was just a baby at the time. The case was closed, but something just doesn't add up. The police investigation was far too short-lived, and the bodies were not buried, but incinerated. I believe they were trying to hide the truth. I discovered that the book, Natura Tenebrosa, was written by two of LeGrant's collaborators. The same two who followed him across Europe, researching all matter of ridiculous legends, all equally far-fetched. The last case in the book speaks of LeGrant's last journey, on which he embarked just before making the music box. I've followed in his footsteps for weeks now, visiting every place, following every lead about that melody. Alas, I have reached the last leg of this journey, in the north. I find myself among the deserted ruins of St. Cecilia's Abbey, now covered in snow. Here, in 1912, the annual concert in honor of the patron saint of music was held. LeGrant was not there at the time, but he came to investigate soon after. Every single person who attended that concert died or disappeared in mysterious circumstances, and the abbey has been abandoned ever since. The connection is clear. I know there must be something here, a clue I can pursue. If not, I don't dare think about the future. I can barely distinguish what's real from what's not. Something is watching me, following me, drawing closer and closer by the day. The melody still haunts me. Its notes echo constantly in my head. With each passing minute, they sound more ghastly and foreign. I see darkness all around me, and shadows lurking in the corners. I see my world merging with something else. I see another place. The black figure. I feel it's here with me. Bisschen Stranger Things Vibes. Intermezzo am Ende der Straße. Teil Saint Cecile. Time to move. I have to find it. Move. Yo. Damn, die Tür muss vorher zugefallen sein, als ich den Raum verlassen habe. Seine kleine Spalt. Wenn ich nur ein Werkzeug hätte, das ich dazwischen klemmen könnte. Okay. Hier geht's hoch. Ihr kennt mich. Das mache ich erstmal noch nicht. Tür klemmt. Es ist unmöglich, sie zu öffnen. Vielleicht funktioniert ja aber dasselbe Werkzeug auch bei der Tür. Das weiß man noch nicht, bevor man sich ausprobiert hat. Brechen. Wie viele Optionen haben wir hier anscheinend nicht? Eine Hacke. Ein Werkzeug, um Felder zu bearbeiten. Oder Türen aufzustemmen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich habe 2 Stunden gebraucht, um eine dieser Deals zu entfernen. Es wird unmöglich sein, da durchzukommen. Was bist du denn für ein Lappen, Alter? Jetzt hast du sogar so eine Hacke als Hebel. Das ist doch... 2 Stunden. In der Zeit hätte ich die ganzen Bretter da mit bloßen Händen runtergerissen. Okay, vielleicht sind sie aber auch verschraubt. Vielleicht sind sie nicht genagelt. Dann wird's schwierig.
verschlossen. Sie ist ein bisschen beschädigt, aber trotzdem kann ich es sie nicht ohne Schlüssel öff kann ich sie nicht ohne Schlüssel öffnen. Easy. I'm glad I lit this. It's nice and warm. Das System ist sehr komplex. Also, von hier ist eine große Erleichterung, den Brenner anzuzünden. Okay. Sorry, ich hab's heute mal wieder ein bisschen. Es ist nichts passiert. Durch diese Rohre fließt kein Wasser. Okay. Ist ja schon wieder richtig kacke hier. Tongefäße. Holzschnitt ist verfault. Boah, Blasebalg. Ein alter Faltenbalg. Wieder Blasebalg. Brauche ich nicht. Diese Rohre tropfen seit Tagen, Monaten, Jahren. Ja, irgendwas der Art. Ja, wie geil, wie schön, dass wir uns hier dass wir jetzt hier Zugang haben. Okay, dann bin ich aber auch nur am Rand lang gelaufen. Gibt's da in der, kann man in die Mitte noch rein? Nee. Oh, ein Spiegel. Ein Spiegel in jeder Ecke. Wahrscheinlich um Licht zu bündeln. Im Zentrum. Okay, schön. Das haben wir auch mal gesehen. Hier? Rein gar nichts! Na, guck mal, noch so ein Schalter hier. Es hat nicht funktioniert. Das Wasser kommt hier nicht an. Stinkender Eimer. Noch ein stinkender Eimer. Wie riecht die dunkle Flüssigkeit? Ich dachte, ich hätte hier ein Versteck gefunden vielleicht. Es schneit immer noch. Ich hoffe, dass es bald aufhört. Es wird noch schwieriger sein, hier rauszukommen. Ja. Probleme, die Welt so hat. Wir sitzen hier bei 30 Grad locker im Schatten. Da darf nichts sein. Das ist mein einziger Weg. Was ist denn, wenn er hier stirbt, muss jetzt komplette dritte Kapitel nochmal machen, aber ich denke, ich fange mit ihm denn nochmal einfach an der Stelle an. So, diese Sanitäranlage ist extrem kompliziert für die paar Toiletten. Irgendwie, wir versuchen den Gegenstand zu greifen, der den Abfluss der Toilette blockiert. Ja. Der schlimmste Horror im Spiel, Leute. Was haben wir denn da Schönes? Nichts! Ich glaube nicht, dass ich etwas so Ekelhaftes brauchen werde. Okay, er hat sich in die Tasche gesteckt. Und jetzt funktioniert das Wassersystem wieder.
Ich meine, das sind doch Plumpsklos. Wie können denn die verstopfen? Ich sehe hier auch keinen Spülkasten oder sowas, wo ich jetzt von ausgehen könnte, dass die Dinger an irgendein Sanitärsystem angeschlossen sind. Für mich sind das Plumpsklos. Die können nicht verstopfen. Keine Spülkette, nichts. Jetzt? Das hat nicht funktioniert. Das Wasser kommt hier nicht durch. Genau hier. Hier geht's natürlich weiter. Erstmal. Wir haben gesehen, es kommt auch von oben ein gelbes Rohr. Das heißt, wir müssen auch nach oben. Dieser Ort muss im Winter extrem ungemütlich sein. Er ist doch mitten im Winter hier. Oder haben wir jetzt Sommer? Ist das jetzt der Sommer hier? Merkwürdige Aussagen manchmal hier. Sieht aus, als wäre was. Oder Zustand, aber ohne Schlüssel, okay. Wer rennt denn hier rum? Die meisten dieser Naturheilmittel waren abgelaufen, bevor ich überhaupt geboren war. Schon noch Erde drin. Wenn ich durch die faltende Laken erkennen kann, sind diese Überreste bereits seit mehreren Jahrzehnten hier. Es sieht aus, als wenn da auch so ein Typ drin sitzt in dem Stuhl, ne? So eine Leiche. Pharmaziebücher, bla bla bla. Ich muss aber eben halt die Sachen auch immer mal anklicken. Es könnte immer was Wichtiges sein. In 90% der Fälle ist es das nicht. Da haben wir das nächste gelbe Rohr. Es sieht aus wie eine Feder von einem Hydrauliksystem. Ja, gönn dir. Ich denke, dass durch den Drücken der Feder das Wasser zu fließen begonnen hat. Aber es kommt nicht genug an, um das Bücherregal zu bewegen. Regal nicht aber selber bewegen. Ich meine, man muss doch kein Halt sein, um so ein Regal zu bewegen, ey. Da steht doch nicht mal viel drin. Das räumt man mal schnell beiseite und dann zieht man da einmal ordentlich dran und dann ist das weg. Ich habe ja nichts gegen Rätsel, aber das kann doch bitte auch alles mal im Rahmen des Realistischen bleiben. Warum soll man wegen jedem Scheiße, irgendwelche Quests erledigen, die man einfach so als normaler Mensch erledigen kann. Schäbig ist echt, dass wir hier keine Karte haben. Glasscheibe ist zerbrochen. Nur wegen frische Luft rein, eben. Es gibt einen Korridor hinter der Wand. Und es scheint, dass jemand versucht hat, hineinzugehen oder hinauszugehen. Ja, ich will da jetzt eigentlich auch hin. Also echt, das war's jetzt hier auch. Richtig, weiter hat mich das jetzt aber auch nicht gebracht.
nichts gefunden, gar nichts außer einen so dummen Hebel. Könnt ihr jetzt auch nicht ab, wenn Leute Hebel sagen? Vielleicht jetzt nochmal die ganzen Hebel betätigen. Wo er die ganze Zeit meint, da passiert nichts. Was können wir denn auch sonst machen? Das war nicht hier. Ist hier? Ja. Jetzt fließt das Wasser durch dieses Rohr. Ich muss sicherstellen, dass ich alle Wasserventile öffne. So. Knatter, knatter, knatter. Das wackeln die Rohre. So, er hat den Weg freigeschaltet. Alles klar. Jetzt gehen wir nochmal nach oben. Was war das? Geil, wir müssen hier lang. Gibt's nichts. Jetzt noch mal das hier, oder was? Bam! Sehr schön. Ein Secret Passage hier. Bemerkung des Priors. Notizen vom Pater Malchias, Prior der Abtei St. Cecilia, über das Verhalten der Mönche. Das machen die Mönche denn so? Vor einigen Tagen beobachtete ich, wie die Brüder ein seltsames Ritual durchführten. Sie saßen abwechselnd vor einem Spiegel und zündeten die Lampe an und löschten sie dann aus. Die Aufzeichnungen sollen festhalten, was herausgefunden wurde, und ich hoffe, dass sie sich für jeden als wertvoll erweisen kann, der dies findet. Vor dem Spiegel sitzend beobachteten sie das eigene Spiegelbild und alles, was sich hinter ihnen befindet. Dann machten sie die Lampe aus und erdimmten ihre Flamme so weit, dass sie geblendet durch das vorherige Leuchten nichts mehr sehen. Daraufhin zündeten sie sie noch einmal an und beobachten ihre Reflexion und alles, was hinter ihnen ist, wobei sie diesen Vorgang mehrmals wiederholten. Und manchmal, Gott helfe uns, ist das Spiegelbild ist nicht das, was man erwarten würde. Ich kann die Schreckensbilder nicht in Worte fassen, die sich zeigen. Allein es zu Papier zu bringen, wäre eine Beleidigung für unseren Herrn. Aber ich kann sagen, dass je häufiger diese Schreckensbilder auftauchen, desto näher kommen sie. Und desto weniger Zeit haben wir, bis sie nicht mehr nur eine Reflexion sind. Warum machen denn die komischen Mönche hier solche Experimente bei sich in der Abtei? Sind das Satansmönche? Spüren hier dunkle, okkulte Wesenheiten an? Ja, moin! Mist, verdammt, ich habe mich noch gar nicht dahin umgeguckt, eben. Naja, so stabil sieht dieser Haken jetzt nicht aus. Na, guck mal, da standen wir vorhin auf der anderen Seite. Ja, leider konnten wir uns dann nicht zu Ende umgucken. G-
Okay, da will er nicht runter, da ist nämlich keine Stu, da sind nämlich keine Stufen mehr. Gekritzel verzweifelter Mönche. So verzweifelt wie ich bin. Er hängt ja überall Kruzifixe von der Decke. Sehr schön. Hier kann nichts passieren. Wir sind safe hier. Ja, doch noch ein etwas längerer Abschnitt hier, aber ich kann auch bestimmt noch gut was rausschneiden. Ich bin hier gut verplant rumgerannt. Natürlich sind die Spiegel kaputt. Spiegel ist kaputt, aber man kann immer noch Teile des Raums darin erkennen. Wie ein bizarres Mosaik. Ja, das Böse kam ja aus den Spiegeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt keine Todesangst vor Spiegeln oder irgendwie eine, glaube ich, auch keine Phobie. Aber ich fühle mich schon bei großen Spiegeln, wenn die jetzt zum Beispiel genau neben meinem Bett stehen würden oder so, da würde ich mich unbehaglich fühlen. Weil immer, wenn ich mich bewege, sehe ich eine Bewegung aus den Augenwinkeln. Das ist furchtbar nervig. Und das Thema ist auch für Horrorfilme echt super. So ein Film wie Mirrors fand ich schon richtig gut. Mein Gott, wie schrecklich. Warum stapeln sich hier so viele Leichen? Ja, man hat die halt alle in einen Raum geschafft. Bis auf den einen, der oben hockt. Macht ja vielleicht auch erstmal sogar Sinn. Ah, das brauchen wir unbedingt. Die Wand ist mit Kreuzen übersät. Verstehe die tiefe Verzweiflung, die dazu geführt haben muss, besser als es mir lieb ist. Ja, alles wunderbar. Peggy, ich bin gleich fertig. Da geht's raus, Katze. If this works, let's Botschaft see freigeschaltet. how much I have Reflexionen, okay. left. Ja, genau, er macht jetzt dieses Ritual. Eine bessere Idee hat er nicht. Jumpscare-Alarm. Das hier kenne ich auch noch nicht. Blind Playthrough ab jetzt. Fortsetzung folgt. Ah, kein Jumpscare. Okay. Ist ja fast eine positive Überraschung eigentlich. Ja, Leute, das war Episode 3. Ist jetzt tatsächlich noch mal ein Stück länger gewesen als gedacht. Habe ich ein bisschen schlecht aufgeteilt. Aber die nächste Episode werde ich jetzt auch vielleicht erstmal in einem Stück aufnehmen oder so. Mal gucken. Ja, bis zu dem Teil mit der Bibliothek kannte ich das tatsächlich noch. In der Bibliothek bin ich letztes Mal gestorben, bei dem Versuch, das Buch, den Schreibtisch von Sebastian Hascher zu erreichen. Diesmal habe ich es geschafft und konnte dann auch die Story mit Hascher spielen, die ich auch noch nicht kannte. Deswegen hat das auch ein bisschen länger gedauert, noch mit dem Rumgucken und sowas alles. Aber, boah, es ist nicht schlecht. Guter Cliffhanger jetzt nochmal. Aber ich kann schon verstehen, dass viele Leute sagen, dass das Spiel wird zum Ende hin schwächer. Weil man kennt eben halt diese ganzen Jumpscare-Geschichten, die kennt man irgendwann. Da rennt man einfach nur noch automatisiert durch und löst eigentlich Rätsel, die, wenn man genauer hinguckt, immer weniger Sinn ergeben. Am Anfang war das ja noch mit diesem Luminol-Mischen, mit den Geräten einstellen. Sowas sind sinnvolle Rätsel, die auch die Story irgendwie bereichern. Aber hier irgendwie eine Quest draus zu machen, irgendwie da so ein Regal beiseite zu schieben. Also zumindest so ein Regal, was man offensichtlich bewegen kann.
So, keine Ahnung. Vielleicht war es auch in irgendeiner mechanischen Aufrichtung. Ich fand es ihm halt nicht so geil. Es gibt Rätsel, die finde ich ihm halt nicht so geil von der Logik her. So, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, 5 Episoden gibt es tatsächlich in insgesamten. Da könnt ihr euch ja vorstellen, da kommen jetzt noch 8 Videos ungefähr. Song of Horror. Dann sind wir damit auch durch. weiß aber gar nicht, dass hier als auch nicht so hardcore ankommt, werde ich das wahrscheinlich gar nicht mehr als, da ich, werde ich das gar nicht mehr als Hauptaufmacher des Kanals nehmen, sondern da dann lieber ein aktuelleres Spiel wie Last Days of Lazarus und den Rest dann eben halt so nebenbei noch weiterhin hochladen. Ne? Ja, werdet ihr ja dann sehen. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir sehen uns auch zum nächsten Video wieder. Bis dann, alles Gute. Ciao.